Ein Klassiker am 24. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Die Adler Mannheim treffen auf die Eisbären Berlin. Zuletzt Mannheim mit 2 Niederlagen in Folge und Berlin mit einer Niederlage zu Hause gegen Köln. Und die Eisbären sehen die Adler nach 10 Minuten zum ersten Mal jubeln, denn Brandon Mikkelsen setzt sich durch. Der Verteidiger tankt sich am Tor von Kevin Poulin vorbei und markiert das 1:0 in der 10. Spielminute. Mannheim in diesem ersten Drittel mit einigen Chancen, unter anderem dieser hier vom Rückkehrer David Wolf nach seiner Genesung mit der dicken Chance, aber Poulin hervorragend aufgelegt in der SAP Arena. Die ersten 20 Minuten vorüber. Berlin dann im zweiten Drittel mit Überzahl. Scheibe kommt hoch an die blaue Linie. Dupont überlegt. Der Schuss von Shepard. Und dann ist Backman da im Nachfassen. Ein Überzahltor für die Eisbären Berlin. Chad Pickard kann den ersten Schuss nicht festhalten, lässt prallen. Und Sean Backman staubt ab. Pickard. Keine Chance. Der Ausgleich für die Eisbären, die dann schon wieder Überzahlspiel haben. Riesenmöglichkeit. Und was für eine Glanztat von Brandon Mikkelsen. Der Schuss von McQueen, Shepard und Pickard hält. Aber Mikkelsen haut die Scheibe raus, bevor diese über Pickard ins Tor trudeln kann. Berlin dann schon wieder in Überzahl zum Ende des zweiten Drittels. Mannheim leistete sich 3 Strafen in diesem Durchgang. Richmond mit dem Schuss und dann ist Smith da. Aber das Tor zählt nicht, weil Smith hier den Schläger von Pickard wegschiebt. Und dann die Eisbären weiter in Überzahl. Diesmal klappt's, diesmal zählt's. 1,5 Minuten vor dem Ende des zweiten Durchgangs. Jamie McQueen von Dupont angespielt. Der Schuss sitzt, weil Pickard gar nicht sieht. Doppelpass zwischen Dupont und McQueen. Und dann die Führung nach 40 Minuten für die Eisbären Berlin in einem sehr, sehr guten Spiel mit ganz viel Tempo, hoher Intensität. Ein Spiel auf Playoff-Niveau, das im dritten Drittel so beginnt. Thomas Larkin von den Adlern setzt sich durch und nach nur 8 Sekunden macht er den Ausgleich. Was für ein Auftakt in diesen dritten Durchgang. Larkin übernimmt, lässt Jonas Müller aussteigen und nimmt dann diesen Schuss und eben den Ausgleich. Noch 18,5 Minuten. Mannheim über Luke Adam. 2-auf-1 Situation. Ben Smith zögert ein wenig zu lange. Poulin liegt zwar am Boden, aber Smith trifft diesen Schuss nicht richtig und so bleibt Poulin, der herausragend aufgelegt ist an diesem ersten Advent, wieder Sieger in diesem Duell. 6,5 Minuten noch. Schon wieder Mannheim mit einer Großchance. David Wolf alleine vor Poulin. Und er scheitert erneut am Schlussmann der Eisbären. Vorbereitung kam von Phil Hungerecker. Und dann die letzten Sekunden in diesem Match. Mannheim bringt den Puck nicht weg. Richmond ist da. Passt quer und dann kommt die Scheibe zu Florian Busch. Der wartet nicht lange, der schießt und markiert den Siegtreffer. Das 3:2 für die Gäste aus Berlin. Ja, wenn man das erste Spiel gegen Mannheim sieht, denke ich, haben wir unverdient gewonnen in Berlin. Da war Mannheim klar besser, die haben nur keine Tore gemacht. Heute, denke ich, war es ausgeglichen, da hätte sich jeder verdient gehabt. Von daher, Playoffs sind noch weit weg, aber das gegen Mannheim immer sehr intensiv, hat schon immer ein bisschen Playoff-Charakter. Man hat sich ja oft getroffen in der Vergangenheit in den Playoffs, von daher macht es schon immer extra Spaß. Ist eben so, dass du gegen die Top 5 Mannschaften in der Liga zu jeder Zeit absolut bereit sein musst, sonst wirst du bestraft. Und jetzt waren wir hier 20 Sekunden vor Schluss nicht bereit und wirst natürlich direkt bestraft. Ja, jetzt im ersten Moment tut es natürlich schon weh. Ein Riesen-Eishockeyspiel zweier sehr starker Teams findet einen Sieger in den Eisbären Berlin, die mit 3:2 bei den Adler Mannheim gewinnen.